Becher treffen heißt dieses Spiel. Ihr dürft gleich mit so einem Paintball. Blaster auf die Becher feuern. Ach, das ist aber geil. Hält. Ja. Und ja, wir bauen das gerade, Dankeschön, ein bisschen auf. Wer ist denn wo? Wie Kirmes, ne? Du, das ist, rot ist hier, sehe ich gerade, da ist die rote Brille, einmal tauschen. So, ihr könnt einmal ganz kurz Probe abfeuern von den Ultra-Nerf-Dingern. Her mit der Kohle. Los, pass auf, ich gib den Koffer, Kohlekoffer raus. Warte, ich zeige euch mal. Es gibt da zwei Knöpfe, hat ja auch unten. Drückt man nur den unteren Knopf, dann hört ihr schon. Das ist der Motor. Geil. Und der obere Knopf, ihr dürft nicht auf die Becher, zieht mal hier. Hier, aufs Publikum. Nein. Nee. Du, das soll auch gut hier, gegen Zellulite sein. Schieß mal zwei, drei Mal in die Luft. Okay. Das ist hier nicht... Seht nicht, so, bei mir auch nicht. Warte. Bei mir auch nicht. Genau. Was ist denn jetzt? Jetzt in die Luft schießen. So, warte, das muss nach links oder rechts. So, jetzt. Aha. Ach so, Moment. Und was ist, wenn die Scheinwerfer kaputt gehen? Dann müsst ihr die von den 100.000 bezahlen. Ah, geil. Ja, aufdrücken lassen, lass drauf. Warte, warte. Das ist ja jetzt schon ein Rohrkrepierer hier bei dir. Juhu! Ja. Wir sind mitten im Spiel Nummer 3, wir haben noch nicht ganz angefangen. Und zwar geht es um Bechertreffen. Ihr durftet kurz vor der Werbung schon ein bisschen was ausprobieren. Jetzt aber nochmal die ganz genauen Regeln. Ihr müsst mit diesem Spielzeugblastern Nerf Ultra Select die Becher in eurer Farbe vom Brett feuern. Oh. Nur eure Farbe. Aha. Wer als Erste keine eigenen Becher mehr stehen hat, gewinnt den Durchgang. Ihr habt pro Durchgang zwei Clips, die sind schon dran. A10 Darts, so heißen die Pfeile in Anführungszeichen. 10 Stück sind da drin? Jeweils 10. Genau, links und rechts. 10, das kommt nach 9. Ach, das ist das. Da sind noch zwei Ersatzdinger. Das heißt, insgesamt habt ihr 40 von diesen Darts. Ja. Und damit müsst ihr die Dinger abräumen. Wo tut man das denn hier hin? Wie du das am besten handelst. Wenn nach 40 abgefeuerten Darts immer noch Becher dastehen, die gleiche Zahl zum Beispiel, gucken wir, welcher Becher von dem roten oder von dem blauen zuerst umgefallen ist. Solltest du, ganz doof mal angenommen, du schießt zuerst den roten ab, obwohl das nicht deiner ist, ist es ja nicht weiter schlimm. Sollte es aber einen Gleichstand geben und der rote wäre zuerst runtergefallen, wäre der Durchgang für Olivia gewesen. Ich muss direkt anfangen, blöd zu fragen. Wenn ich einen roten abfeuere, ist das nicht gleichzeitig ein Punkt für Olivia? Doch. Ja, also immer schön auch auf die roten. Er ist dann halt weg. Der Becher ist dann halt schon weg und Olivia muss dann einen weniger treffen, logischerweise. Das kann aber auch auf der anderen Seite passieren. Das glaube ich nicht. Und nochmal, hier mit diesem, das hier muss man immer gedrückt halten. Genau, das ist ja Power. Ja, hier einmal Power, einmal Schuss. Einmal Power, einmal Schuss. Das kriege ich hin. Und am besten lange so auf Dauerfeuer? Naja, ein bisschen zielen wäre schon ganz gut. Also lieber einzeln. Und man, also ohne dieses Power-Ding hier kann ich auch nicht schießen. Aha, okay, ja. Also den muss ich die ganze Zeit gedrückt haben quasi. Das kriege ich auch hin. Man kann nur mit Power diese Dinge abfeuern. Also ich bin hier schon... Wer als Erste drei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt dieses Spiel. Aha. Diese Linie darf natürlich nicht übertreten werden, aber bis dahin dürft ihr ran. Hin. Okay? Das so muss man. Nicht drauftreten. Hätten das Umschalten hast du erklärt. Also Umschalten bedeutet, wenn du merkst, es kommen keine Patronen mehr, einfach das Ding zur anderen Seite schieben. Es muss ganz auf der anderen Seite sein, nicht in der Mitte. Und hier haben wir noch Ersatzdinger. Und die Clips kann man einfach rausziehen und das neue. Kann ich eigentlich ein Treppchen haben? Olivia ist ja viel größer, ist doch einfacher, oder? Es ist nicht unbedingt einfacher, würde ich jetzt also nicht sagen. Die Größe spielt ja nur wohl die geringste Rolle in diesem Spiel. Also sowas, ihr macht mich verrückt. Sag jetzt mal nix. So. Also, wenn alle Farben, wo kann man wenn denn alle Becher in einer da Farbe ja gar nicht irgendwie so ein weg sind, hat man einen Durchgang gewonnen. Jetzt halt oben. Die Dinge einmal nach oben halten bitte, den Blaster bitte noch einmal nach oben zielen. Nur einfach nach oben zielen. Nur den Power-Knopf drücken. Auf die Plätze, fertig, los! So, wir gehen mal davon aus, dass beide das zu Hause noch nicht zu oft gemacht haben. Denn wer hat so einen Blaster schon zu Hause? Ja, und insofern heißt es jetzt erstmal sich rantasten. Ja, einige fliegen schon. Wie geht denn das bei mir nicht? Gucken. Ah, da sehen wir, dass noch Darts drin sind. Das heißt, ich habe einen von dir. Haut ihr aber ganz schön raus hier. So, und zack, erste Runde. Also, sehr gut. Wenn du merkst, es kommt nichts, dann einfach umstellen. Ja, das hast du jetzt. Clip. Super. Ihr bekommt jetzt neue
Wie hast Stellt du denn, den Blaster wie hast denn das jetzt bitte gemacht? Du hast mir auch einen abgeschossen, danke dafür. Ich schieße dir gleich was ganz anderes noch. Mir reicht das jetzt hier langsam. Ihr bekommt jetzt komplett neue Clips und neue Darts, damit alles wieder neu und fair meine, bleibt. Kann ich eine andere haben? Meine kann, mit meiner kann man nicht die zielen. Nicht so. Nein, bei der, die ich das muss genau. da ist das, durchgucken. Es ist das gleiche Gerät. Ich habe neulich mal so Biathlon gemacht. Gerät. Meins war auch viel lauter. Na, wenn das stört. So, ach so, da. Du musst es zwischen die Brüste nehmen. Ja, ich habe ja gar keine. Ha, ha, ha. Ja, das ist das Problem. So. Oha. Die Blaster bitte erst wieder nach oben. Powerknopf drücken. Die Blaster nach oben. Das hat auch noch keiner zu mir gesagt. Geil. Los! Oh. Das sind übrigens ganz spezielle Präzisionsdarts. Es gibt auch welche für die Reichweite, aber die hier, die gehen auf Genauigkeit. Und die benutzt wir hier. Katja scheint das sehr gut umzusetzen. Also, die erste Runde ja klar dominiert. Jetzt umschalten. Und mal schauen, wer diesen Blaster hier weiterhin gut im Griff hat. Wie geht denn das? Ja, also, einfach raussehen. Und jetzt sozusagen... Ja. Neue so. Pfeile, neue Darts. Ah, Gott, ja, gute Frequenz hier, muss man wirklich sagen. Zack. Ich habe keine paar Munition mehr. So, das heißt, damit leichter Vorteil. Ja, natürlich bei Olivia. Und ist noch was drin an Darts. Reicht schon. Nein. Auf die blauen nochmal. Das wäre ganz toll. So. Also wie gesagt, ohne Munition kann Katja natürlich nicht mal. Es ist nur noch ein aufrufen. Roter da, somit mehr Rote abgeschossen. Diese Runde geht an Olivia. Super. So langsam kommst du rein. Ja, ja, ja. Also macht auch nicht zu schnell hintereinander. Wenn du siehst, ich bin weiter rechts gewesen, ruhig langsam. Wieder nicht nur tock, 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 tock. Dann verschießt du nämlich ein bisschen... mein Pulver. Das Pulver. Ja, sie hat ihr Pulver da jetzt schon verschossen. Was hast du gesagt? Nichts habe ich gemacht. Ich konzentriere mich hier. Ja, das macht man gut. Gar nichts von. Was machst du denn jetzt? Ach nee, ach so, oh Gott. Es war sehr schon konzentriert. Wieder. Ja, ja. Nimm mal ganz auseinander. So. Da waren ich schon neue schon mal Darts drinne. Also 1:1 an Durchgängen. Die Blase. Also, das ist so lustig. Lara, klopft deine Arme. Weil, hier, dein, hier. So, das muss ja immer noch auf. Hast du das auch? Ja, ich habe das auch. Ich habe das auch schon verstanden, schon vor dir. Entschuldigung. Blaster in die Luft. In die Luft. Powerknopf. Hallo, noch nach oben, nach oben. Los. Jetzt müssten eigentlich beide auf einem Niveau sein, denn ich glaube, jetzt haben sie den Sinn dieses Nerf Ultra Select Blasters richtig verstanden. Also jetzt braucht man auch ein bisschen Glück. Das Glück des Tüchtigen. Ah. Oh ja, aber auch ein paar Treffer hier. Quasi ein bisschen Friendly Fire, könnte man auch sagen. Zwei blaue noch und zwei rote. Also die Chance ist da. Beide holen neue Darts. Ganz schnell neue Pfeile rein. Wieso geht denn das hier nicht? Ach, das muss vorne. Ja, das ist so ein bisschen die Aufregung auch. Denn die passen eigentlich sehr, sehr gut dort rein. Das müsste auch schnell gehen. Und Olivia ist schon wieder bereit, das, oder? Oh, das Rote muss nach vorne, ja. No, da kommt sie schon wieder raus, die Darts. Ah. Zack. Einer, da steht noch, noch was. Einer. Katja muss auch losmachen. Zack, und? Nein. Wer holt den letzten Becher runter? Olivia, hat sie noch ein neues Magazin? Kann nochmal nachholen. Und Katja schlägt wieder zu. Konzentrier dich mal. Ja. Konzentrier dich mal. Ja, ich hab das irgendwie verkehrt rum hier mit diesem Magazin. Warum hast du den Clip nicht gleich mit reingemacht? Was denn für ein Clip? Ja, das Ding hier. Ach so, ja, weiß ich. Ich dachte, einer reicht ja wohl für einen so ein blödes Hütchen. Ja, scheinbar nicht. Und die rote Vorderfläche, immer, also die rote Fläche immer nach vorne. Ja, das weiß ich jetzt auch. Gut. Also, Katja Burkhardt hat den Durchgang gewonnen. Hinlegen, es wird alles wieder durchgetauscht. 2:1, ein Durchgang musst du noch gewinnen, dann hast du das Spiel gewonnen. Es war knapp. Ich habe ja diese Aggressivität nicht wie Sie.
wollte eben fragen, warst du eigentlich bei der Bundeswehr? Nein, das sieht man doch. Was soll ich denn da? Was weiß ich nicht? Ich bin ausgemustert worden. Warst du ausgemustert, nicht Zivildienst? Ja, aber das war noch, da musste man noch zum Bund. Aber ich bin da im Fummel hingegangen und haben sie mich dann gleich ausgemustert. Ach, wirklich? Ja. Komisch, oder? Ja, das ist auch. Aber toll, siehst du aus. Was ist das aus dem Flashdance-Gedächtnisshop? Ich muss ja keine Stützstrümpfe tragen, weißt du? Was ist das für eine Farbe? Erdbeerpflaume? Das ist ein Was ist denn eine Erdbeerpflaume? So. Konzentriert euch bitte wieder. Ja. Das Clip-Ding zur Seite. So. Genau. Power on. Ich muss mich jetzt einmal konzentrieren. Genau, Entschuldigung. Also das Orange oben, ja, jetzt habe ich's. Blaster nach oben und los. Ha. Also, beide wissen, wie es geht. Finden auch eine gute Frequenz hier. Scheiße, das war deiner. So, ja, der falsche kann aber passieren. Beiden schon passiert. Eins scheinen wir hier gut zu erkennen, dass das beiden richtig Spaß macht, hier mit diesen Blastern auf kleine Becher zu schießen. So, nachladen also Katja mit der Chance hier, die ein bisschen sparsamer mit den Darts ist. Ich kann's jetzt. Sieht's aus? Drei blaue noch und zwei rote. Was ist denn jetzt hier kaputt? Also, sie versucht das wirklich ganz präzise. Nein. Wieso geht denn das hier nicht rein? Ach, hier ist eine. Mhm. Wo kommt die denn her? So. Ja, alles gut, kann ich irgendwie helfen? Noch? Meist menschliches Versagen, muss man so sagen. Und sofort wieder die Pfeile hier beim Fliegen. Ja. Zack! Sehr gut! So. Yippie! Oh, geil! So! Jetzt mache ich es ja platt. Kannst du ruhig mal, ist nicht so schlimm. Das ist ja die anstrengend, aber 2-2 an Durchgängen, das heißt, wir haben einen Entscheidungsdurchgang. Wer diesen Durchgang jetzt gewinnt, legt ruhig den Leg ruhig ab. Ablegen den Blaster. Da wird jetzt kommen neue Clips. Ist doch ein bisschen anstrengend, obwohl man eigentlich aber wirklich, feiert. Ich finde es nicht anstrengend. Jetzt mal hier. So, die Becher stehen. Die Blaster haben Sind die neue. Blaster schon geladen? Das sieht alles sehr gut aus. Ging aber schnell hier. Nee, siehst du? Macht aber totalen Spaß, oder? Ja, das macht echt Spaß. Ach, herrlich. Was ist denn, wenn wir Eltern treffen? Haben wir da noch einen Sonderpreis gewonnen? Ich trage heute mal kein Rot. Ach so, ja, stimmt. Aber blau. Nachher, bei Blamieren oder Kassieren, da trägst du ja Rot, oder? Ja, da trage ich wahrscheinlich Rot. Also sonst gehe ich, ja. Bist du denn bei TV Total dabei? Sag die Wahrheit. Bei Blamieren oder Kassieren, ha? Der Puffpuff hat gesagt, dein Jackett hängt da schon, das Rote. Also, was ist jetzt? Ich weiß von nichts. Konzentrieren wir uns bitte lieber auf das Spiel. Ich will dazu nichts sagen. Blaster wieder hoch. Entscheidungsduell, Power on. Warte. Sind beide... Habt ihr beides an der Seite, ja? Ja. Los! So, batteriebetrieben, das hören wir also ganz gut. Das war wieder Und jetzt geht's los. Zack, hier. Beide können es, wir haben es bei beiden gesehen. Die Ladehemmungen gelegentlich, ich hab's gesagt, meist menschliches Versagen. Der Aufregung geschuldet, so ein bisschen. Seite. Und Achtung, zwei rote noch und vier blaue. Olivia muss nachladen. Wie gesagt, wir sind im Spielball hier. Also, wer räumt jetzt die richtige Farbe ab? Die sind ja alle leer. Was ist das denn hier? Stopp, Katja, Moment. Elton, was ist da los? Hat einer einen Clip ohne Darts hingelegt? Das war doch die Katja bestimmt. Hast du einen von meinen Dings geklaut hier? Das darf nicht wahr sein. Mit allen Tricks kämpft die, wirklich. Wir brauchen nur einen. Ja. Danke. Aber nur eins kriegst du noch, ne? Ja. Ich habe noch zwei. Ja, zwei hat Olivia auch noch. So. Also. So, aber fairerweise war sie eher jetzt dran. Geh du noch mal hier so hin. Geh du mal weg. Und wenn ich sage los, darfst du auch schon losfahren. Aber ich kann meinen Motor schon anmachen hier, ne? Motor darfst du anmachen. Okay, ich kann auch von hier schießen. Los. So, es stehen noch vier blaue da. Ich korrigiere, es stehen noch drei blaue da. Ich korrigiere, es steht nur noch ein blauer da. Ein blauer und ein roter im Spielball hier. Bei Bechertreffen und der blaue ist weg. Und Katja jubelt. War knapp. Das war sehr, sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ja. Ne?
Aber ich habe sogar dir einen, ich schieße immer einen von deinen ab. Als erstes da vorne. Ja, du hast mir sehr geholfen, aber es hat mir trotzdem nichts genützt im Grunde genommen. Sehr gut. Aber ich merke, es hat euch beiden Spaß gemacht. Ja, das war ich muss cool. Ja sagen, ich finde das ja großartig. Ich finde wirklich, also ich bin so froh, dass ich hier bin. Oh, das freut mich. Ja, es macht so einen Spaß. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja. Das ist ja auch das Schöne, dass viele Leute gerne zu uns kommen, egal ob welche Senderfamilie oder sowas, oder welche Sparte. Im Moment nicht, bestimmt gleich. Was hast du denn da? Traubenzucker. Ach so. Nee? Ich will auch, ja. Ich hätte jetzt lieber eine Feuerzangenbowle, aber das ist... Sorry. Wir gehen nämlich gleich raus und es wird etwas kühl. Also, Punktestand. So sieht's jetzt aus. 4-2.